Moin Moin Kradujan und herzlich willkommen zurück zu Was Thunder. Gehen wir los! Wir sind hier mitten in Berlin unterwegs. Berlin. Berlin wird platt gemacht. Nicht von uns, wir befreien es ja hier gerade, ne? Wie kennst du nicht die russische Befreiungsarmee? Nee, passt nicht so gut. Ach, russische Panzer. Müssen die so viel Spaß machen hier im Spiel? Passt halt gerade so geschichtlich, weltlich gerade nicht so wirklich rein. Kurzer Dorfler in seinem Aup L 74, okay. Sieht sehr niedlich aus und Wendemeyer ist schon tot. Ach, Wendemeyer. Und ich sag dir noch, Vater oben nicht lang. Oh. Ach, Wendemeyer. Ist absolut top hier, tatsächlich. Gönn zu den Grüßen hier. Heißt, mein I2 wird nichts durchkommen. Ich werde alles wegtanken. Ich werde easy peasy alles platt machen. Passt mal auf, passt mal auf. Das glaubt ihr noch nicht, das glaube ich auch noch nicht, aber das wird sowas von passieren. Und blub, tot. Nee, lebt noch. Noch leben wir. Gleich werde ich beschossen. Muss hier aber noch einen durch. Ah! Klingplong, juckt mich nicht. Juckt mich auch nicht. Geil. Wurde aber gerade von der Mitte da sogar beschossen. Okay, irgendwer ist gestorben da. Wird mich hier von links beballert. Da kam Schuss her. Eine ganz üble Ecke hier. Du bist voll im Krieg. Och, jetzt bleib doch nicht hängen hier. So, ran. Plop. Bom. Ich sehe überhaupt nichts. Wie zwei weg. Ach Gott, was steht denn da alles? Bums, Treffer. Cool. Mein Schuss. Ah, lächerlich. Brennt alles ab bei mir hier. Adamant. Da brennt alles ab. Die treffen bloß mein Turm. Da kommt keiner durch. Volle Tigerkrepp. Nicht mal in ihren schönsten Träumen. Meine Gun kriegen sie auch nicht. Wir müssen mal dichter ran. Ich sehe nämlich kaum was. Blub. Wum. So. Gucken wir doch mal. Wo ist denn da was? Da ist was. Und gib ihm. Mann! Du bist nur am Kopf da eine Seite und den geht der voll down und so. Bullshit alles. Wobei, nee, ich fahr nicht weiter vor. Genau, dachte ich mir. Die wollen mir nämlich sofort auf die Wanne schießen. Bleiben wir lieber so stehen, dass sie die Wanne nicht treffen. Dann machen die jetzt sowas von klar hier. Oder auch nicht. Tiger aus Jung E hat mich tatsächlich gekillt. Wie auch immer. Wie auch immer, der mich jetzt gekillt hat. Ja, ist klar. Ja, und das ging natürlich rein um Munilager und bla bla bla. Ist klar. Okay, der war scheiße. Der ist war kacke dafür, die Position. Wir brauchen mal was Richtiges, womit wir auf Entfernung arbeiten können. Nehmen wir mal den hier. Gehen da alle sehr verkrampft gerade an einer Ecke. Da müssen wir sie jetzt erstmal bis rauskitzeln. Hätte ich nicht gedacht, dass da ein normaler Tiger durchkommt. Und der Gun, was die da drauf haben, hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, das überlebe ich locker. Naja, aber Cap mitgeholt, immerhin. Deswegen ein paar Punkte. Ein paar Points. Ich verstehe bloß nicht, warum ich bei ihm nicht durchgekommen bin. Eigentlich hätte ich doch am Kopf da ohne Probleme durchkommen müssen. Ich habe nur zweimal rechts von seiner Gun genau oben reingeballert. Der hätte doch sowas von tot sein müssen. Verstehe ich nicht. Dies verstehe ich nicht. Der ballert hier lustig mit einem MG rum. Sehen wir irgendwas? Nö. Sehen wir da irgendwas? Ja, theoretisch könnte was sein. Alles weit weg. Alles viel zu weit weg. Wie soll das denn funktionieren? Bom. In der drüben irgendwo, Leute. Ich brauche mal was mit einem richtigen Scope. Ein halbherziges. Wo man mal richtig ranzoomen kann. Oh, da hab ich was geballert. Riecht da irgendwas? Ja. Nee. Zusammenarbeit, sehr schön. Wendemeyer hat ihn killt. Oh, das gibt Dickbomb. Hat fünffach Kill gemacht. Harry Hamburger. Harry Hamburger hat 2200 Punkte. Ich glaube, Harry schmeißt sich gleich eine Atombombe. Alter, wie viele da auf einer Ecke hingen. Boah. Flugzeuge drüber auf so einem kleinen Karten? Nein, kein bisschen. Kein bisschen. Kein bisschen drüber. Überhaupt nicht. Absolut fair. Die hätten ja auch ausweichen können. Die hätten ihn ja auch abschießen können. Hätten ja auch Flak spielen können. Wo ist Problem? Wo ist Problem?
Der C wird nicht gecapt, da könnte aber jemand mit einer irgendwo langfahren. Ein bisschen aufpassen. Da zum Beispiel. Boah! Da hat er auf mich geschossen, die Sau. Als ob der mich gesehen hat. Scheiße, da ist noch einer. 3, 2, 1. Bin ich. Wo ist der gerade gefahren ist? Da ist er. Genau hinter der Leiche. Der ist genau dahinter. Müsst du knapp darüber schießen? Das wird aber nichts. Ach, hätte er klappen können. Schade. Hätte ja klappen können. Jetzt fährt er, ne? Nee, fährt nicht. Bleibt dahinter. Genau da ist einer. Achtung, genau da. Kaliber, bla 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 bla. Scheiße. Und irgendwas abgeprallt. Das muss halt Rohr, ne? Ja, die Leiche ist auch genau davor. Ich kann die Kander wegballern, aber das wird nicht funktionieren. Da sehen wir nichts, da sehen wir nichts. Was kommt da? Flieger. Boah, ausgewichen. Sau. Hast du das gesehen? Ich hätte so einen Schwenker zur Seite gemacht. Da möchte ich aber so einen Freis entgehen. Vergesse ich immer. Treffer. Ja. Ich habe ja jetzt frei schwenkbar. Ja. Zweite Mal Ammo-Treffer. Okay. Super. Machen wir mal weiter. T-44 Action. So, jetzt fahren wir hier rum und dann da von der Seite. Und das wird total geil. Los geht's. Für War Thunder in 6 Jahren über 5.000 Euro gelassen. Kein Scherz. Boah, Planfkarre, du Wahnsinniger. Gerne unseren Link dafür nutzen, wenn du weiterhin da reinpayen möchtest. Hohoho. Kriegst 3% Rabattwegs noch. Schmälert das denn ein bisschen. Alter Schwede. Ich meine, wenn es mir Spaß macht, warum nicht? Ich meine, genug zum Kaufen gibt's ja, sind wir ehrlich. Wie kann man mir so viel kaufen? Und wenn ich mir angucke, was ich über Jahre bei WOTA gelassen habe oder in anderen Spielen. Oder über die Jahre in irgendwelchen Handyspielen gelassen habe, also da sind wir auch nicht mehr dreistellig, das weiß ich zu 100%. Das klingt immer so extrem über Jahre, aber wenn du es dann runterbrichst pro Monat, pro Tag, was du denn so an Spielspaß dann dadurch auch hast. Ich meine, in 6 Jahren 5.000 Euro, das ist schon ein Sümmchen. Das ist schon ein Sümmchen. Da brichst du es dann runter auf einen Monat, wie viel da ausgeben, das ist immer noch eine ordentliche Summe, klingt schon nicht mal annähernd so krass. Da geht's ja denn schon wieder. 60, 72. Einfach mal 5000 durch 72 rechnen. Dann sieht das schon anders aus. Soll das natürlich nicht schmälern, irgendwie schlecht reden, ich mein bloß. Klingt immer so extrem. Denkt an hier Diablo Immortal und den ganzen Krepp da, die Handyspiele, wo du 20.000 ausgeben musst, um überhaupt mal Platz 1 eventuell zu sein. Ah, der ist schon tot, Mist. Lop. Dagegen ist das hier alles noch angenehm. Ach, scheiße. Hat so lange gedauert. Piss gewackelt immer hier mit der Gun. Immer dieses olle Gewackel. Wenn das nicht wäre, ne? Wenn dieses olle Gewackel nicht wäre. Da ist er noch. Aha, ich habe ihn schön gesprengt. Schön, dass er noch stehen geblieben ist. Kommt noch einer? Ne. Wie gesagt, ich mag die Karte. Ich mag die Karte. Nubler pinkt da. Nubler, da ist aber keiner da vorne. Ich glaube, Nubler wollte woanders pingen. Das ist ja doch gar kein New Cut. So, weil er gar keine Punkte macht. 2-2 hat er immer noch. Hat sich kaum verändert. Und die Punkte. Ach, dem, der bewegt sich was mit. Ist gar keiner. Okay. Da hat einer rüber geschossen. Da rechts scheint keiner zu sein. Da sind welche. Hallo. Das wäre eine geniale Karte. Können wir dir vorstellen, wo du nach und nach so Gebiete einnimmst und immer mehr den Spawn auch immer mitziehst, dass du immer weiterkommst, dass sich der ganze Kampf hier verlagert. Das würde sich richtig anbieten hier auf der Karte. Das wäre super cool. Ist er tot? Ne, der lebt noch. Bums! Wow, ich hab gar nichts gemacht. Cool. Und ich bin tot. Ne, ich bin doch nicht tot. Muss die Kette ab, oh, schick. Und bei denen leider nicht durch. Oh, jetzt wollte ich gerade aufschießen, schade.
Okay. Beste Staffel. Neues. Nice. Ah, gut, nicht so viel gemacht. Anfang war scheiße. Ich hätte nicht den Is am Anfang nehmen sollen, der ist zu lahm. Man ist immer zu spät überall. Was ist das? Einnehmen und halten. Gewinne 25 Missionen, während du mindestens ein Spielerfahrzeug zerstörst und einen Punkt eroberst. What? 25? Herausforderung. Ich habe die bekommen, die Herausforderung. Nee, habe ich abgeschlossen. Aha. Das war für den Battle Pass jetzt gerade, wa? So. Die 2, hat sogar IP gekriegt? Ja, ich habe, wir hatten irgendwas gekillt, ne? Nebel. Mit der langen Nachladezeit kann man mit dem Nebel da schön arbeiten. 122 hat auch irgendwas getötet. Dann nehmen wir hier Drehkranz jetzt endlich. Blopp. Und der andere, da haben wir nichts. Weiter geht's. Nächste Runde. Was ein Blödsinn mit dem T34 an allen Stellen abgeprallt, wo es eigentlich nicht möglich sein sollte. Oh. Nuppla. Üben. Wollte ich nur mal gesagt haben. Der Wurst hat da auch erst im dritten Anlauf lieben gelernt. Wir hatten es ja auch schon mal vor 5 oder 6 Jahren jetzt gespielt. Hatten wir es ein bisschen gedaddelt, aber irgendwann dann auch die Lust dran verloren. Aber diesmal habe ich mich ja richtig reingekniet und mit euch vor allem auch zusammen denn doch hier mal ein bisschen mehr von der ganzen Materie verstanden. Dann macht es auch mehr Spaß. Ich nehme die andere Muni hier weg damit. Denke eh nicht dran ans Umladen. Habe ich eben auch nicht dran gedacht. Ich nehme bloß die normale Muni mit. Ja, da wo ich nicht durchgekommen bin, hätte ich doch jetzt auf APCR laden können. Üben mit 283 mm, so wie üblich überall durchballern. Nuppla, mir wird immer gesagt, ich soll üben, ich soll das machen, ich soll hier machen, muss anders vorhalten, Nuppla, anders vorhalten. Was soll ich dir da sagen? So eine Tipps kriegt dann auch immer, wenn ich sage, alles riecht hier, alles scheiße. Letztendlich gefällt mir in War Thunder Naval am besten. Oh, das ist doch schön. Das ist doch schön. Naval, da haben wir ja mal angespielt, aber da wäre ich nicht warm mit. Ich hab halt ein anderes Schiff gespielt. Ich spiele ja fast jeden Tag World of Warships. Ah, ich meine, aber was mir hier sehr gut gefällt bei Naval ist wie groß die die Schiffe wirken. Ich mag die Größe, auch hier bei den Panzern. Bei WoW sieht das alles immer aus wie kleine Spielzeugpanzer. Hier wirkt das richtig so massiv und groß. Ich vorstelle, ich habe hier Medium-Panzer bei WoW eigentlich. Der sieht hier so kolossal aus und die gehen dagegen auch die Häuser und so. Also von der Optik her haben sie es hier echt unglaublich gut eingefangen. Kann man nicht anders sagen. So, jetzt ein bisschen aufpassen, nicht, dass die gleich von der Seite angeschissen kommen. Angeschossen. Schossen. Na komm. Und keiner. Also hier mitkämpfen können. Dachte ich, hier kommen ein paar. Mal rein in A, Cap mitnehmen. Wo auch immer die Gegner sind. Wer nicht will, der will nicht. Wer nicht will, der. Ey! Genau, bin mir aufgehauen. Wenn wir rausfahren. Boah, wäre mal ein fetter T-34. Ja, ein bisschen neidisch, ne? Die Amis muss ich unbedingt auch mal aufquälen. Vielleicht machen wir das nach den Russen, dass wir mit den Amis weiter durchballern. Weil die Russen keinen Bock mehr haben. Ey, lass mal die Kleinen hier in Ruhe, Digga. Mann. Immer die Dicken, die einen wegschubsen müssen. Die Fee ist noch gar nicht eröffnet. Chill mal dein Leben. Mann. Nein, BK. Ach komm, scheiß OP-Teil. Ja, ist klar. Und boom. Ich kann mir hinschießen, wo ich will. Guck das mal an. Ich, so eine Kacke muss ich spielen. Ja, ist klar. So, was spielen wir jetzt? Das war cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Nehmen wir mal die Su. Wir haben eine Cap immerhin geholt. Was ein Schwachsinn. Der BK, der geht gar nicht. Komm. Der hat schon nächsten gekillt. Völlig OP. Allein bringt Gaijin zu viele Fahrzeuge im Top-Tier-Bereich raus. Na, nicht nur Gaijin. Mir gefällt Navy die Darstellung, die Panzer. Krado, danke für gar nichts. Ha, Mann, man darf hier mal quatschen. Wenn ich hier gerade Panzer fahre, darf ich auch mal Panzer wehen, oder? Oder? Oh, haben wir gerade einen Schuss an? Hoffe nicht. Dann war das gleich meine Runde. Hat das eine Deto eben gerade? Nee, aber vorhin habe ich in der anderen Runde 2 Detos gefressen. Wenn mein Turm hochfliegt und das Feuer so rausschießt, dann ist das hier so gesehen eine Deto. Dann ist das ein Munitionstreffer und der ist extrem tödlich. So, Tarnung nehme ich mit. Brauche nicht.
Nur jetzt mal eine andere Position. Ich mag diese Einzig-Captain ja nicht. Da fehlt mir die Erfahrung, mich sinnvoll zu positionieren, leider. Oh, hat zwei Kills gemacht. Gott, hier vor mir? Oh, da. Oh Gott, Gott. Was ist das? Ich sehe überhaupt nichts. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Dieser pisskleine Busch vor mir hat ihn komplett verdeckt. Dreck. Irgendwas fährt hier ganz laut. Scheiße. Ja, da ist er gerade durchgefahren. Die Nase nicht runter. Na komm rum. Na, kommt nicht rum. Schade, ich sehe nicht mehr. Ich hoffe, dass ich ihn irgendwo da durch abblicken kann. Hey, der Klamke. Weiter geht's. Oh, eine Blasach da. Nee, da huscht einer von uns lang. Sie kann. Links ist einer gestorben. Da ist einer durchgehuscht. Hier vorne war er, da an dem Haus dran. Ein kleiner Flitzer. Na, wo kommt er lang? Keine Ahnung. Der kann überall jetzt sein. Ich weiß nicht, ob mein MG für den reicht. Müsste aber eigentlich wahr, wir haben auch schon so dickes jetzt hier. Ich schau ab, blöd Jet, ich höre nichts. Laut. Kein Plan, wo der ist. Die andere, die ich hier jetzt noch hatte als Verstärkung, die wurde weggebombt. Oh, da fährt einer. Ihr ballert mich jetzt der andere hinter mir hier weg. Wehe. Bums! Kritischer Treffer, Ladeschütze, Motor. Holz. Oh, ich bin tot. Oh. War das der Kleine? Das war jetzt wirklich der Kleine. Okay, cool. Wo auch immer der jetzt herkam. Ich habe nichts von dem gehört hinter mir. Ist eingenommen, gar nicht gut. Ich spiele das so nochmal. Scheiße! Kam das kleine Ding da echt an. Mist! Den anderen hätten wir so schön jetzt wegballern können. Ladeschütze tot und dennoch Motor im Arsch. Besser ging's doch gar nicht. Der Fox ist gemein. Ja, ist er auch. Viel zu schnell hier für so eine Panzer. Wo ich auf 40 km/h komme, weil der Rotz da will fast 80 km/h entlang. Herrlich. Ist er? Geht da was? Sehe ich da? Das ist eine Leiche, ne? Eine Leiche. Oh Mensch, was ist denn jetzt schon wieder? Wer will denn jetzt hier schon wieder? Da fehlt was. Treffer! Fetter Tiger! Oh, der knallt mich hier gleich weg. Der ist schon tot. Scheiße, hab nicht mehr einen Assist bekommen dafür. Mist! Jetzt kommt langsam der Druck, ich brauch Kills, sonst hab ich ein Problem. Nein, jetzt steht's gewackelt! Das hasse ich bei den Russen. Da hältst du rauf. Du willst abdrücken und das Ding macht doch mal so. Ich hab mich doch gar nicht groß bewegt. Es ist so zum Kratzen. Na, kommt er? Oh, ich werde beschossen. Venomite ist tot. Da fährt irgendwas, was Kleines. Bin nicht mehr. Da fährt er. Ja, kannst vergessen, treffe ich nicht. Das wird nix. Muss vergessen. Und boom! Und ich bin tot. Das. Kommen wir nix durch. M109, ne Arti. Bin bei der Arti abgeprallt, aber natürlich.
Ist das nicht das Ding, was keine Panzerung hat angeblich? Natürlich. So fucking OP, dieses Scheißding. Bei den Russen negativen Richtwinkel oft ein Problem. Oh ja, das stimmt wohl. Manche Karten sind unspielbar mit den Russen. Leider. Wie oft mich diese Kackartig schon gekillt hat, ne? Die ist so krank. So oft schon den beschossen und einfach nichts bewirkt und rotzt nicht mal so nebenbei einfach weg. Leider. Muss mal runterkommen da oben. Damit ich den beschießen. Der Schuss ging durch. Ah! Hätte ich den nicht aber wenigstens überhaupt einen Hitmarker haben müssen? Kackartig. Also rausnehmen wieder. Bei dem Spiel ist es richtig kacke geworden hier auf der Stufe. Kommt er? Oh, ich glaube, er kommt. Na, Sommer! Hab ich den nicht getroffen? Wie für ein Kackschütze heute? Doch immer der nicht getroffen hat. Wieso auch immer das nicht reinging. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich werd schon geschützt davon. Ey, du willst mich doch verarschen! Mitten bei uns im Spawn, da sind ja zwei hinter mir. Mitten bei uns im Spawn hängen zwei Leute schon und schießen auf uns. Cool. Tolle Runde. Das macht ja wieder ganz viel Spaß hier. Lup. Ich überhaupt nichts Tote diese Runde. Es stirbt einfach nichts. Es stirbt einfach nichts. Was für was? Das ist was. Das ist die kleine Sau. Hahaha, kleine Drecksau. Kleine Otze. Ring haben keine Bedeutung. Nee, bei dem nicht. Kleine Otze haben wir weggeotzt. Sehr schön. Fixen einen noch. Wie so ein Mittelfeld. Oh, kreis schon nicht mehr spawnen. Was eine Schmutzwunde. Wir werden so abgefarmt gerade. Wir probieren mal was. Mal gucken, ob wir den noch kriegen. Müssen wir das Feuer sehen. Da ist einer. Ja. Ja. Oh, Drecksau. Recke. Recke. Auch dahin. Das war sauber. Jetzt überleben. Schuss haben wir noch, 30 Schuss noch. Na komm. Vielleicht kommt die Flak hier. Na, schade. Die Flak war hier noch irgendwo. Und schon machst du mit der Flak mehr Kills als mit den anderen Panzern. Warum? Keine Ahnung, weil das Spiel so ist. Fragt mich nicht. So, komm, East Action. Blub. Hallo? Spiel, hallo? Lass mich doch rein! Zu Ende. Grrr. Meine Reihe. Sogenannten Spawn-Camper. Ja, zum Kotzen. Yay, 1300 Punkte. Fünfmal gestorben. Was ein Unfall, die Runde. Was ein Unfall. Kurzer Dorf hat auch ganz viel Spaß gehabt. Ach, du ahnst es nicht. Eieiei. 6, 5, 7, 7. Bei den Gegnern waren auch bloß ein paar Leute gut. Die dafür richtig gut. Alter, haben die uns auseinandergenommen. Dabei hat das schon gut angefangen. Andere Seite kann ich so leicht Spawn-Cap werden, fair. Ha, siehst du, wenn Nuppler schon jammert, ja? Wenn der schon anfängt zu jammern, dann muss er hier wirklich irgendwas gar nicht richtig sein. Nuppler, aber du hast sowas von recht, du hast sowas von recht. Lupp. Wenn Nuppler schon jammert. Okay, danke fürs Mitkommen. Blub. Blub. Jetzt mit dabei der Trubi, der Shinobu und der Björn. Blub, blub, blub. Alle, die hier dabei waren, könnt mich jetzt auch gerne wieder anschreiben. Die zwei ist ein Killgarant. Jein. Haben wir von gesehen. Beim Tiger nicht mehr durchgekommen. Dreimal gestorben, das war's. Passiert. Passiert, passiert. Ich hatte auch gerade bloß Glück, dass die weichen Ziele vor meine Flak gefahren sind. Und halt gerade noch easy peasy drei Kills machen. Nee, nicht in die Staffel einladen, Leute. Das braucht ihr nicht machen. Weiter geht's. Das ist den Battle Pass Sheridan, der ist richtig nice. Vollstabi auf 6,7 mit 30mm Pen. Geil. So liebe ich das. Tiger 1 echt? Ja, bin am Kopf nicht durchgekommen. Ich habe halt bloß seinen Kopf gesehen. Ich schieße mit meinem E2 Mod dem da genau nehme Gun rein. Passiert nichts. Weiter geht. Das lief letzten Stream auch viel zu gut. Wir haben letzten Stream nicht einmal verloren. Wir haben irgendwie 10, 15 Runden gedreht über den ganzen Abend. Wir haben alle gewonnen. Was ist das denn? Hm? Sag mir nicht, es gibt schon wieder eine neue Karte. Ist das eine neue Karte? Sagt mir nicht, es gibt schon wieder eine neue Karte. So, 90 SP. Oh, Alter, echt.
Dieses Spiel hat eindeutig zu viele Karten. Seppel, danke für die 57 Monate. Dankeschön dafür. Tintilein, danke für die 41 Monate. Grimlock, danke für die 11 Monate. Und CC132, danke nochmal für dein Sub. Willkommen in der Crew. Dankeschön. Übrigens 24 Minuten. Und zwei komplette Runden gespielt. Mit Wartezeit auf eine zweite Runde. Autsch. Autsch. Einfach nur Autsch. Auf in den Supermarkt. Bester Ort zum Kämpfen. Bess. Nordholland wird jetzt erstmal weggebombt hier. Oh, so schön grün. Sieht schick aus. Das sieht schick aus. Wäre noch viel schöner, wenn man die ganzen Häuser hier auch wegballern könnte. Kannst in der Mall die Wände zerstören. Aha. Was für eine Mall. Wo ist hier eine Mall? Macht mal ganz entspannt. Wir gucken uns die Karte jetzt erstmal an. Halt sie erstmal lustig rum. Ja gut, hier sind auch so ziemlich am besten gepanzert auf dem Battle-Rang von 5-7. Ach, trotzdem Bullshit. In 6-7er schieße ich ihn da oben rauf, weil so ein Tiger 2 hätte ich rausgepumpt, aber im Tiger 1 klappt es nicht, oder was? Das ergab nicht wirklich Sinn. Fühlte mich etwas verarscht. Aber nur etwas. Zum Glück nur etwas, nicht ganz. Wo ist denn der Captain? Ach du Scheibenkel. Wackel. Booms! Kritischer Treffer, Eis im Arsch. Mal ganz schnell weg hier. Kann ich meiner töten? Danke. Nachladen. Der kann nicht wegfahren. Der steht ja immer noch. Und ich hab ihn. Yes! Die Karoline macht die Tür auf. Yes! Ja. Nee, überhaupt nicht. Kann gar nicht. Was ist denn? Ja, kann ich, aber nach der Aufnahme hier. Okay, mach ich. Als Story oder als Real richtig? Okay, mach ich. Wieder. So. Was? Meine. Wollt ihr meine Chipsy klauen? Meins. Meins. Das ist Müll. Jetzt haut ihr meine Schoki. Man kennt's. Oh nö. Wackel nicht. Verrecke. Sehr schön. Kommen wir alle so einzeln rum. Na, was los, Ferdinand? 3, 2, 1. Get up. Like. Mehr wollte ich doch gar nicht. Da schieße ich ihm die Kette weg. Wo ist er denn? Da ist er. Ach du Scheiße. 3, 2, was sehe ich da? Boom! Lol, die Maus. Haha, eine Maus war das. Gar nicht erkannt, was es gerade ist. Schade, bin zu spät geschossen. Ich dachte, er zielt neben mir auf einen, aber der hat tatsächlich auf mich gar noch gezielt. Gut, E2 Mod, bringt das hier irgendwas? Ich weiß es nicht. Wir nehmen mal T44, fahr mal zu C, versuch's da mal. Hätte man nicht vorfahren sollen. War das ein Sture Emil? Nee, das war ein Ferdinand, oder? Sture Emil ist nicht so gepanzert, das war ein Ferdinand, glaube ich. Sah für mich aus wie ein Ferdi. Aber leider wollte er nicht sterben. Ich meine, Assist müsste doch drin sein, wa? Ich habe auch schon einen Assist. Muss Team anstrengen. Einer kann schon nicht mehr spawnen. Geil. Der Typ ist mit einem ganzen Panzer rein. Mit einem Fox. Wahnsinn. Das wird ganz toll gemacht. BR67 spielen wir. Sture Emil ist auf 4-3. Ja, nee, 4-3 sind wir nicht mehr unterwegs hier. Das würde mich wundern. Wenn das den Fall weit hier die tot bekommen. Ich glaube nicht. Okay, hier sind eine Menge Gegner. Ich bin hier völlig allein jetzt. Wird's aber knifflig hier. Ich wird jetzt aber knifflig. Knifflig. Wenn noch so einer hochfährt, einer soll da noch sein. Bums, so zum Beispiel. Manchmal lohnt es sich einfach ein bisschen zu warten. Die arme Sau. Tiger 2P rausgenommen. Das mit T44. I like. Warte hier mal einfach weiter. Ist aber wirklich nicht schlecht. Oh, da sagt es endlich mal einer. Alle anderen sagen immer, ich bin schlecht. Ich bin nur Anfänger hier im Spiel. Das war jetzt auch schon ein paar Stündchen auf dem Buckel, aber... noch absoluter Anfänger.
An dir kommt noch mal einer lang. Einer kommt immer. Rechts von mir Geräusche, das ist aber unser. Du hast seine Momente, aber ja, er ist gut. Was das ja heißen? Meinst du, ich habe meine guten Momente, wolltest du sagen? Ich glaube, er wollte gute Momente sagen. Ich bin mir fast sicher. Kommt irgendwie keiner mehr. Langweilig. Das sind die Momente, wo ich jetzt immer krepiere. Dann sage ich langweilig. Fahre ich irgendwo hin, krepiere sofort, das war's denn. Du kennst schon die taktischen Punkte. Ich kenne die taktischen Punkte, Leute. Ich bin das erste Mal gerade auf dieser Karte. Was ich bloß gelernt habe jetzt hier in den vielen Stunden voller Schmerzen und Rumgejammer. Ach, Kacke, Wackel. Plopp. Aha. Dass man einfach auch mal warten muss an manchen Stellen. Einfach warten. Einfach stehen bleiben und warten. Das hilft manchmal sehr, sehr. Nö. Ich hab'n sogar neues. Kommt der an, Leute, rechts oder links? Doch, er kommt rechts an. Rechts, rechts, rechts. Oh. Was? Von wo? Oh. Da steht einer genau hinter mir schon. Oh Gott, von dem habe ich ja gar nichts gehört. Der stand genau hinter mir. Das war aber nicht der, auf den ich geachtet habe. Ich hatte auf den anderen geguckt gehabt. Er stand genau neben mir. Habt ihr von dem was gehört, dass er hinter mir war? Krass. Was für Wärts eigentlich? Trubi, wo war meine Verbindung? Wo war meine Hilfe hier? War zum Beispiel mal wieder mal in deinem Moment. Hahaha, Nukla. Du sei mal ruhig, ja? Du sei mal ruhig. Ich erinnere meine Freunde an die Runden. Ja, ja, ja. Habt ihr nicht gehört? Trubi down. Leckpizza. Ja. Leck-PZ ist richtig übel. Einer der besten Deutschen. Warum? Weil es ein Ami ist. Das gibt gar keinen Sinn. Doch, das ergibt Sinn. Hm. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Dahinter. Dahinter, dahinter irgendwo. Ja, bumm gemacht, hab so richtig. Da hat's Boom gemacht. Aber der ist noch nicht tot da an der Ecke, ne? Wir zwei. Wer oder was war hier? Ganzes Haus weggebombt. Hier. Hi. Wackel, wackel. Boom! Das muss man sich angewöhnen. Normalerweise vor, weiß ich, paar Wochen, Monaten wäre ich da noch rumgefahren, stehen geblieben, hätte sofort abgedrückt, hätte voll daneben geballert. Man muss dem Spiel oder den Panzern kurz Zeit geben, dass dieses Gewackel aufhört, dass man dann die Chance hat, den mit einem Schuss easy rauszunehmen. Man muss sich die Zeit einfach nehmen, auch wenn man denkt, man ist gleich tot. Aber die Zeit muss man sich nehmen, geht nicht anders. Sehr gut, sehr gut. Cap überhaupt mit? Oh, da ist der Cap. Scheiße, ich bin doch gleich drin im Cap. Das war ein krasser Moment. Ist er stehen geblieben? Ist da. Wegbomben. Gut, nice, haben wir. Geil, geil, geil. Wo ist überhaupt der Spawn? Das ist Spawn. Moment, das ist Spawn. Wir spawnen ja da. Blödsinn, nur da lang gucken. Wir müssen ja hier lang gucken. Jetzt einfach verteidigen. Wir haben A, wir haben C, scheiß auf B. Lass sie bei B da machen. Ach genau, da ist der Spawn. Nee, jetzt guck genau rauf, das ist auch doof. Wenn die da nämlich einen Millimeter rüber gucken, könnte mich schon beschießen. Es ist blöd. Je besser Zielfindung bei deinen Richtschützen, umso besser kann er das auch ausgleichen. Ja, nee, bei denen hier aber nicht. Bei den Russen nicht. Ich hab die Crew doch schon bei allen recht hochgeballert, halt mit Golden Eagles halt ordentlich hochgepusht. Aber Stabis haben eher moderne Panzer. Das ist nicht wahr in dem Sinne, weil du kannst die Amis einfach spielen. Die haben das schon auf den untersten Stufen. Kannst du BR2, BR3 unterwegs sein, hast schon überall einen Stabi drin, ohne Probleme.
Bei den Russen, ja? Wenn du bloß die Russen meintest? Boah, Trubi bombt rein da. Und? Was dat denn, Trubi? Was war dat denn? Nix gekillt? What? Muss man mehr Krado-Videos gucken, dann weiß, wie das geht. Ei. Point. Aber. Der hat sich gerade noch so gefreut. Hey, die Bombe habe ich überlebt. Dann kommt da irgendwo ein Krado daher. Hat Spaß, der T-44 ausgebaut jetzt hier. Der macht richtig Spaß. Ja. Nee, der ist tot, ne? Geht das ab? Brennst du? Doch, der brennt. Okay. War mir gerade nicht ganz sicher. Oh. Usch. Von da. Eine blöde Ecke hier, kann man sich nicht wirklich verschanzen. Der kippt bis da rein. Nee, der ist hier auch schon vorbei, ne? Ja, der geht bloß hier. Bäh, ich stehe ja komplett offen. Mach die Geräusche. Shinobu WD-40 soll helfen. Quietscht ganz schön. Artillerie. T-44 ist gut mobil. Ja, und das brauchst du auch. Gerade auf so einer Karte immens wichtig. Gegner umfahren, von der Seite angreifen, hier und da. Das kannst du mit den langsamen Dingern nicht. Das funktioniert hier super mit dem Teil. Oh, nette Runde. Nette Runde. 2000 EP. Ist okay. Der macht Laune hier. Hat 6. Oh ja, war gut. Bis das erste Mal auf der Karte. Das war in Ordnung. Der Mittelschwerpanzer relativ gut gepanzert und kann gut austeilen. Oh ja. Oh ja. Boah, Fähigkeitsbonus. Yeah. Schönes Ding. Gleisketten fertig, Drehkranz fertig. I like. Boah, 4800. Hoho. Gut, was nehmen wir denn hier? Bremsen. Blub. So, dann machen wir den Schmuh mal hier weiter und haben wir bald durch den T-44. Der Su haben wir auch bald durch hier. Nachtsicht, ja, cool. Total toll, diese Nachtsicht. Besser verforschen. Ja, damit. Meine Freunde, das war unsere Folge für heute. Bewerten nicht vergessen, fleißig kommentieren. Sehen wir uns schon bald wieder bei War Thunder. Mal gucken, was wir dann so reißen. Haut rein.